Ja, guten Tag. Natürlich möchte ich Ihnen auch noch die Resultate meiner Bemühungen zeigen. Ich habe hier mal die Frequenz jetzt aufgezeichnet, so wie sie sich darstellt, und zwar mit der Single-Mixer-Methode, die ich auch schon vorgestellt habe. Man sieht, dass die Frequenz recht stabil ist, also die weicht nur noch sehr, sehr wenig ab und hat eine Streuung, die im Rauschen begründet liegt und auch in der Ungenauigkeit der Referenz und des Zählers. Immer wieder, ich möchte es nochmals wiederholen, wir vergleichen hier schlecht mit schlecht eigentlich oder ungenau mit ungenau. Meine Referenz ist nicht viel genauer als das Dutt, also das zu prüfende Element, und deshalb sind auch beide Ungenauigkeiten kumuliert. Hier die Frequenz. Und ich schaue mir jetzt mal noch an die Fa, die Allen Deviation. Ich bin hier mal bei 100 Sekunden, ich werde das laufen lassen bis 1000 Sekunden. Aber das Resultat ist in etwa bei, mache da mal hier bei 200 Sekunden, haben wir 2, irgendwie 7 hat hoch minus 13. Das ist durchaus schon bereits im Bereich des zu erwartenden Maximals. Man könnte irgendwie nach 10.000 Sekunden oder 1 Million Sekunden, also nach Wochen, Tagen oder Wochen, könnte man auch mal 10 hoch 14, 10 hoch minus 15 erreichen. Aber ich denke, wir wollen das mal so stehen lassen. Das sind schon unheimlich genaue Werte und sehr überzeugende Werte. Man kann hier auch noch die Hadamard Deviation machen. Die Hadamard Deviation hat den Vorteil, dass man den Frequenzdrift ausblendet. Das ist dann ein bisschen schlechter, also schlechter in Anführungsstrichen. Ist einfach eine andere Messmethode. Was man dann machen kann, ist die Phase anschauen. Und die Phase kann ich dann exportieren auf Stable 32. Das ist so der Quasi-Standard. Und hier kann ich dann verschiedene Sachen machen. Hier sieht man dann alle diese Möglichkeiten an allen Deviation-Versionen. Wenn ich dieselbe nehme, Modified Allen, das ist, was ich vorhin schon gehabt habe, Calculation und Plot, und dann habe ich in etwa dasselbe Bild, irgendwie bei 10 hoch minus 12, hier sieht man schön noch die Tabelle, bei welcher Frequenz und bei hier 10 hoch 2 Sekunden die Werte sind. Also das deckt sich mit dem Timelap. Ich kann dann auch noch ein bisschen verrückte Sachen machen. Das Overlappen, Overlapped Hadamard soll genauer, präziser sein. Das machen wir auch noch. Und damit Sie das sehen, wir sind dann bei 10 hoch 10 nicht mehr ganz so tief unten. Also man sagt, viele Experten sagen, dass Overlapping Hadamard eigentlich die präziseste Variante ist, um Allen Deviations zu messen. Das zu Stable, das schließen wir wieder. Und ich gehe zurück zu meinem Timelap, welches immer noch aufzeichnet. Ich bin jetzt da hier bei 8.098 Punkte. Das wird noch über Nacht dauern. Ich werde das laufen lassen. Und damit man vielleicht morgen nicht nur die hier die 100 Sekunden oder 200, auch 1000, sondern vielleicht 10.000 Sekunden mal sieht. Und dann können wir den Erfolg aller dieser Maßnahmen ein bisschen verfolgen. Gemessen, wie gesagt, mit der Single Mixer Methode mit einem Offset von 100 Hertz. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor.